Bei Zuma steht ein Rührtunnel, der so aussieht, als könnte man ihn nach oben und unten fahren. Herr Thiemann, stimmt's? Ja, Sie haben recht. Sie sehen hier unseren flexiblen Rührtunnel. Der ist für Güllekeller und Slalomsysteme. Wir haben ihn in zwei Motorstärken, einmal in 9 kW und in 15 kW. Und dazu kommt noch 13,5 kW in Edelstahl. Der Rührtunnel kann der Güllehöhe im Rührkeller durch den im Kanal angepasst werden. Die Füllhöhe ist entscheidend und wir können den Rührflügel immer auf die optimale Füllhöhe im Rührkanal bringen. Hier sehen Sie unsere Schlepperrührwerke, die Sie von einer Schlepperleistung von 50 PS bis 250 PS fahren können. Die Schlepperleistung wird immer mit dem Rührflügel angepasst. Also je größer der Rührflügel, umso größer kann auch die Schlepperleistung sein. Wir haben unsere Schlepperrührwerke modular aufgebaut. Sie erwähnen die modulare Bauweise. Wie lange gibt es denn Ersatzteile für die einzelnen Module? In der modularen Bauweise, die Ersatzteile sind eigentlich immer verfügbar. Zum Beispiel kommt ein Bauer mit einem verschlissenen Rührwerk bei uns auf den Hof. Einen halben Tag brauchen wir und wir haben es wieder repariert und der Bauer fährt vom Hof mit einem überholten Rührwerk, das dann viele Jahre weiterhin zufrieden Dienst tut. Vielen Dank.